Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Tekkit Legends. Jetzt habe ich gerade hier angefangen mit einem Strippenmine wieder. Hab hier gleich die ersten Diamanten gefunden. Also überhaupt die ersten Diamanten jetzt in diesem Spiel. Das sind sogar jetzt 6 Stück müssten das jetzt am Schluss sein, oder? Ja, 6 Stück. Ist da vielleicht noch irgendwo einer? Schön wär's ja. Ne, sieht nicht so aus. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall hochgehen, weil mit diesen 6 Stück kann ich jetzt endlich meine Turtle bauen. Und damit geht dann das Farmen auch gleich um einiges einfacher, weil ich dann nicht mehr per Hand farmen muss und die ganze Zeit Rohstoffe verbrauche für Spitzhacken und so weiter, sondern das alles über die Turtle einfach machen lassen kann. Nehme ich hier noch schnell die Kohle mit, weil die werde ich auch brauchen. Wobei ich mir jetzt ein Charcoal herstellen kann, ganz einfach. Dadurch, dass ich das Solarpanel mit dem Furnace verbunden habe. Auch wenn es bloß ein Vanilla-Furnace ist, aber ja, wieso nicht? Immer noch besser als gar keiner. Da lang muss ich. Okay, jetzt habe ich gerade noch etwas Sand geholt, damit ich gleich das Glas herstellen kann, weil für die Turtle braucht man ja auch hier in der Mitte den Computer und da braucht man Glasspanes. Also habe ich 6 Glas noch geholt. Redstone sollte ich noch haben irgendwo. Hier. Einmal Redstone. Dann habe ich hier schon mal 3, 4 Glas jetzt mittlerweile. Dann brauche ich noch 7 Cobblestone, die ich da reinwerfe, damit ich daraus normalen Stein mache. Dann brauche ich von hier nochmal die 2 Holz, damit ich das draus machen kann. Meine Truhe kommt hier unten noch mit hin. Dann brauche ich 7 Eisen. 2 Sticks, dazu brauche ich nochmal mein Holz. Daraus mache ich jetzt die Sticks, eine Diamantspitzhacke, hier kommt schon mal das mit rein, in der Zwischenzeit kann ich das hier herstellen, na, mehr geht noch nicht, weil ich jetzt erst den Cleanstone brauche. Was haben wir hier sonst noch? Waterblock, okay. Das muss ich mir mal anschauen, das hier. Das sind gleich neue Sachen, die kenne ich noch gar nicht. Cool. Da kann man irgendwie anscheinend die Turtle dann damit steuern, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann warten wir mal, bis die hier kurz fertig sind. Sollte ja hoffentlich bald der Fall sein. Dann kann ich in der Zwischenzeit das hier wieder reinsortieren. Das hier. Die Charcoal nehme ich mal. Die werde ich gleich brauchen. Hier kommt das alles mit rein. Und das Zeug. Eine Spitzhacke werde ich brauchen. Und dann die 4 Holz hier brauche ich auch noch, damit ich nochmal 2 Kisten herstellen kann. Daraus wird jetzt der Computer, dann die Turtle, dann die Mining Turtle. Dann gehen wir diesmal etwas, fangen wir etwas unterhalb schon an. Oder mache ich das Ganze mit Tunnel und nicht mit Excavate? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache aber hier mit Excavate, weil dann kann ich eine Truhe einfach hinstellen und muss nicht daneben stehen bleiben oder hinterherlaufen die ganze Zeit. Excavate und machen wir einfach mal 5. Jetzt geht die Turtle her, macht ein 5x5 Feld und gräbt das runter bis auf Bedrock.
Okay. Dann bekomme ich da langsam meine Ressourcen. Gehen wir in der Zwischenzeit wieder nach oben. Nehme ich mir hier die Home, das alles, das hier. Das kann zurück, das hier nehmen wir noch mit. Werfen hier mal das Gold rein in der Zwischenzeit. Und gehen jetzt nach unten zu unseren Feldern noch mal kurz und bauen die weiter. Okay, jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich könnte hier unten schon mal anfangen, eine Art kleines Farmhaus oder sowas hinzubauen. Hier wäre auch ein schöner Platz in der Nähe von den Feldern und den Kühen. Also fangen wir mal an damit. Am Anfang machen wir mal hier drei Holzpflöcke. Dann ist bloß die Frage, wie groß. So. Die Bäume werden dann weg müssen. Hier noch. Ups, da noch mal so etwas. Hier mache ich ein Doppelfenster rein, also machen wir das so. Dann muss ich hier wieder so, damit es einigermaßen symmetrisch ist. Dann können hier die Bäume weg. Ich brauche auch mal bessere Äxte irgendwann. Die hier auch noch weg. Hä? Was ist jetzt? Ach ja, die sind abgebaut, weil den einen Block hat er gemacht und dann festgestellt, mehr kann er nicht und beim nächsten Block war er dann schon kaputt, die Axt. Stimmt, da ist ja irgend so etwas dabei. Den hier auch noch weg. Dann bräuchte ich vielleicht immer noch eine zweite Holzatmung. Das Bußwort ist zwar schön, aber eintönig mit der Zeit. Holen wir dann drüben noch etwas Oakwood. Da habe ich ein Doppelfenster, dann machen wir hier auch noch mal ein Doppelfenster rein. Hier ein, das hier und dann hier wieder zurück. Dann platzieren wir hier unten mal unsere Stairs. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht reichen, befürchte ich. Ah, da habe ich einen falsch gesetzt. Da muss ich mir jetzt dann noch eine Spitzhacke holen. Die hier kann ich alle zumachen. Das hier nicht. Da kommt die Tür rein. Vier Stück fehlen mir. Dann holen wir mal eine Spitzhacke oben. Also die vier mache ich jetzt noch schnell, das geht ja. Dann holen wir eine Spitzhacke und holen auch noch etwas Oakwood.
Okay, jetzt habe ich mir das Holz geholt, das ich haben wollte. Und sogar noch eins mehr. Birke habe ich auch dabei. Dann machen wir hier überall mal jetzt die Fenster hin. Ich hoffe, das reicht, aber ne. Da habe ich viel zu wenig dabei. Schade. Da brauche ich noch ein paar. Aber dann gehen wir jetzt erst einmal her und machen überall etwas Holz davon. Das wird zwar noch nicht reichen, was ich jetzt habe, aber ist schon mal ein Anfang. Machen wir hier mal so eins, das da und das hier. Hier das hier. Und überall so etwas unterschiedlich hin, damit das Ganze so ein etwas abwechselndes Muster hat. Ja, immer dasselbe sähe auch ziemlich langweilig aus auf die Dauer. Da zwei, drei davon und das hier. Hier bei der Tür machen wir das dann so. Und oben nochmal zu. Okay, dann hat das eigentlich sogar gereicht vom Holz. Dann brauchen wir jetzt bloß eine Türe. Ja, jetzt hat mich das Skelett gefunden. Und der Creeper. Oh. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gemäht. Mist. Und da hinten ist noch einer. Klasse. Okay, das Skelett habe ich schon einmal. Der Creeper da unten ist etwas nervig. Vor allem, weil der zweite da hinten mich auch gesehen hat und kommt. Die zwei kann ich schon wieder mitnehmen, passt. Okay, das sind sogar noch mehr da hinten, oder wie? Oder war das jetzt bloß so eine Pflanze? Gut, dann brauche ich nochmal 6 Sand, damit ich die restlichen Fenster machen kann. Okay, dann habe ich jetzt meine restlichen Glass-Panes. Damit kann ich dann die Seiten hier zumachen. Dann kommen zumindest schon mal keine Monster mehr rein, abgesehen von Spinnen. Dann kann ich hierin auch schon mal ein paar Fackeln anbringen. Das sollte hoffentlich jetzt alles ausleuchten, die vier. Passt. Platziere ich schon mal hier im Bett einfach. Dann haben wir die Tür, also kann auch nichts rein, so leicht. Dann mache ich hier noch eine Reihe obendrauf. Also werde ich ja noch mal ein paar Holzblöcke brauchen. Und hier. Da gehe ich aber rüber an die Workbench. Weil ich möchte daraus Ding machen, Stairs. Zwölf, damit kann ich jetzt zwei machen, ja. Machen wir von allen mal jeweils 8 Stück, das reicht hoffentlich. Da habe ich schon ziemlich alles. Also fange ich hier mal mit dunkel eher was. Und hier jetzt dasselbe. Die ist falsch leider. Jetzt ist die Frage, wenn ich das abbaue, geht nicht alles kaputt zum Glück. Das wäre etwas nervig gewesen jetzt. Halt.
Und hier wieder so eines. Und einfach immer etwas abwechselnd, dass das noch was aussieht. Mit Glück. Und da geht mir auch schon das Material aus. Werde ich nochmal eine Ladung brauchen von dem Zeug. Okay, jetzt hat mit dem hier. Erstmal die vier, vielleicht reichen die schon. Machen wir die hier weg. Das lieber in die Mitte und hier dann die letzte, dann passt es. Dann bauen wir uns noch ein paar Trapdoors. Die Frage, wie viel? Machen wir mal 6 Stück. Die kommen hier. Na, oben, da machen wir lieber Buttons hin. Die Trapdoors machen wir hier hin als Art. Wie heißt es? Fensterläden? Also brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal das Ganze. Okay, 6 mal. 7. 8. Passt. Damit sollte ich alle Fensterläden haben. Irgendwo habe ich mich jetzt vertan, und zwar bei dem hier habe ich mich schon einmal vertan. Da, die passen. Das passt. Und dann war es wirklich bloß bei dem. Wo ich glaube, ich mache da wirklich überall welche hin. Also brauche ich nochmal 1, 2, 3, nochmal 3. Das ist zwar eine gewaltige Holzverschwendung, aber ja, wieso nicht? Dann gehe ich aber vorher mal rein und lege mich hin, bevor die Monster kommen. Das sollte jetzt hier ohne Problem funktionieren. Dann brauche ich auch nicht jedes Mal wieder nach oben zu laufen. Okay, dann baue ich mir noch ein paar. Da brauche ich Cleanstone, oder? Ja. Da brauche ich Cleanstone für die Buttons. Aber als Dach kann ich schon mal anfangen. Dazu brauche ich jetzt etliche hiervon. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr so einfach rauf. Aber so geht's. Dann mache ich hier den Überhang hin. Natürlich fange ich gleich mal falsch an. Der muss natürlich so aussehen jetzt hat. Dann den so rum, den wieder so. Und das jetzt immer schön abwechselnd. Oder? Na, der muss sogar eins höher anfangen. Oh Mann. Da drin liegt glaube ich ja noch eins, oder? Nö, da oben. Na, komme ich jetzt nicht hin von der Seite. Aber so komme ich hin. Natürlich habe ich jetzt auch kein Oakwood mehr. Muss ich nochmal Holz sammeln kurz. Den lasse ich, der kommt weg, der gefällt mir hier nicht.
normalerweise auch nicht so viel jetzt hiervon. Ach komm, jetzt. Und jetzt kann ich hier wieder hoch. Ich hab noch eins weiter oben noch wollte ich anfangen. Oder ja. Also muss ich da noch mal einen draufsetzen. So. Den dann so rum. Der passt. Und jetzt hat hier wieder abwechselnd. Ist die Hälfte von meinem Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe also keine richtige Mitte. Passt eigentlich, weil jetzt kann ich hier schon wieder so runtergehen dann. Dann wird das symmetrisch, das Dach. Also stimmt das dann auch. Da, dann wieder hier. Und auch immer wieder abwechselnd. Natürlich habe ich jetzt keine Stufen mehr. Machen wir jetzt aber schnell hier eine, damit ich nicht schon wieder runter muss. Und da ich ja eh noch öfters hier oben bin, kann ich es auch gleich so machen. Das hier weg, damit ich jetzt hier die letzte setzen kann. Und die hier. Platz machen. Und auf dieser Seite dasselbe. Weiß ich nicht, ob es nicht sogar besser wäre, wenn ich den letzten so nach unten mache. So. Sieht, glaube ich, besser aus. Okay. Dann schauen wir jetzt halt nochmal kurz zu der Turtle, wie weit die schon ist. Okay, also die Turtle ist jetzt bis runter, da unten hat sie dann sogar Lava gefunden und das alles hat sie rausgeholt, plus ein paar Erze, die ich schon beim letzten Mal mitgeholt hatte. Also es hat sich eigentlich schon rentiert, das Teil. Dann platziere ich jetzt mal hier ein paar Cobblestone unterhalb, damit ich die ohne Gefahr abbauen kann. Okay. Da ist meine Axt. Da unten ja dann Lava ist, kann ich das einfach hier reintorten, den Cobblestone. Und den Dirt, Gravel, Limestone. Jetzt. Gut, da habe ich angefangen mit 5. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, so wäre hier nochmal so ein, damit ich das halt nebeneinander mache. Hier. Und die müsste genau auf diesen Block stehen, passt. Turtle dahin. Dahinter die Truhen. Charcoal rein und Excavate 5. Gut, das war's dann aber wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.